glaube, wir kommen heute durch mit Chaos und Deponia. Gut bei Deponia. Was, ich schaff das nicht ohne dich? Was? Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Tja, welcher ist denn jetzt eigentlich der Blaue? Der kann das jetzt schon. Ich schaff das nicht ohne dich. Oh, diese Augen. Oh, kleiner Anakin, Rufus. Das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Was? Das ist das Geständnis zur Selbstliebe oder was soll das hier werden? Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Wie viel Budget wurde an die? Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige. Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kubak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber... Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Es ist eine lange Geschichte. Die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut. Und natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Nein, Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Plan? Jetzt kann ich einen Plan zeigen. Ich habe ihn noch nie so ratlos gesehen. Das macht mir schon Angst. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Kann ich noch reden? Ich kann mit Goal reden. Sie vertraut darauf, dass mir etwas einfällt. Ich darf sie nicht enttäuschen.
Die hat auch keinen Plan. Hatte sie noch nie. Nett. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Also Gohl ist halt irgendwie unendlich positiv. Pulsader-Ragu! Ja, Pulsader-Ragu hätte ich mir das Leben gerettet. Ich wusste, dass sie immer noch auf mich steht. Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Hab ich... Ich bin immer noch der Charakter... Ich bleibe dabei. Es war eine Elfe. Also wir wissen jetzt immer, in welche Charakter das ist. Ich hoffe, wo soll ich sonst... Also wir wissen jetzt immer, in welche Rufus überlebt hat. Irgendwo in diesem Stift versteckt sich ein neuer Plan, der nur darauf wartet, zu Papier gebracht zu werden. Ich muss ihn nur irgendwie da herausbekommen. Lag das ihm vorher schon da? Muss ich jetzt selber einen Plan entwerfen oder wird das geskriptet? Irgendwo in die... Ich muss... Kann ich das... Ich habe es nicht nötig, immerhin stehe ich ja nicht vor... Okay, ich muss tatsächlich nur den Stift auf den Pult anwenden. Hier, alle gucken! Das Auge vom Doc. Oha. Naja, es ist nicht richtig, dass es besser ist als jeder andere. Das hat er gemalt mit einem Stift? Der muss auch so einen lustigen vierfarbenen Stift haben wie ich. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Moment. Das war alles sehr aufregend und spannend. Wir haben viele Wendungen miterlebt. Aber jetzt endlich sind wir auf dem Weg wieder zurück nach Elysium. Gohl ist wieder da und alle Zwischenfragen sind eigentlich geklärt. Jetzt muss nur noch Deponia gerettet werden, richtig? Bis auf, warum hatte Donner jetzt eigentlich meine Haarfarbe? Okay, ja, verstehe. Das ist eine Frage, die uns halt ein paar Mal gestellt wurde, schon in der Vergangenheit, auch im Forum. Es wird natürlich erklärt im Spiel. Es ist natürlich so, dass Hermes im Vorfeld ja sagt, dass er immer Probleme mit der Haarfarbe seiner Klone hat. Nicht wahr? Also wenn die noch nicht ausgereift sind, dann experimentiert gerne rum, aber die verfärben sich immer wieder zurück. Nun, das ist die Erklärung. Alles ganz logisch. Aber die Gohl, die bei Hermes aus dem Scanner gefallen ist, hatte doch auch orangene Haare. Ja, dem auch sei, es ist logisch und wir sind jetzt auf dem Weg. Es gibt keinen Grund. Und wollen ja auch gar nicht eigentlich weiter das Spielgeschehen unterbrechen, denn wir sind zurück auf dem Weg nach Elysium und wollen hier auch die Spannung nicht durch weitere irrelevante Zwischenfragen von Leuten, die offenbar scharf sind auf eine weitere Partie Füße waschen, unterbrechen, sondern gleich weiterspielen. Nicht wahr, Johannes? Füße waschen. Kann ich noch was anderes machen? Oh, Türknopf. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Die Deponiale. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Das kann ich mir gut. Sie wirkt gar nicht nervös. Nicht, dass es einen Grund gäbe, nervös zu wirken. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Nähä. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Jetzt aber. Ach so, das hätte vorher nicht geklappt. Das reicht doch, also der Winkel sieht bei weitem aus, wo der klappt. Oh, das sieht nicht so aus. Ich glaube, wir brauchen einen Nachbrenner. Es sah gerade nicht so aus, als würde es noch anders als klappen.
Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Unser Schnabel, die Dummen. Also das Hochboot fährt vorhin auch nur alleine. Ich dachte, oh, es hat tatsächlich geklappt. Ich dachte, das Hochboot fliegt tatsächlich linear. Also das fliegt selbstständig. Oh oh, das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Schön, wenn die alle voll stehen. Also das Hochboot hätte auf jeden Fall genug Platz gemacht habt und alle, um Dings zu retten. Jetzt bin ich doch tatsächlich zusammen mit Goal auf dem Weg nach Elysium. Irgendwie hatte ich mir die Reise anders vorgestellt. Wo bleiben die Erfrischungsgetränke? Sie lassen mich nicht durch. Tja, schade. Dann kehren wir wohl lieber wieder um, was? Der gute Wille war da. Das zählt. Also, die haben auf einmal ein erhebliches Maß an Ironie entdeckt für sich. Und endlich sind wir im Showdown angekommen. Das hier ist jetzt das Hochboot nach Elysium. Es ist tatsächlich, so viel kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, das letzte Kapitel. Endlich hat aber Rufus, wenn sie auch sich tatsächlich nicht mit dem Panzer direkt nach Elysium geschossen haben, sie haben sich immerhin gut gezielt an Bord des Hochboots geschossen. Das heißt, Rufus ist tatsächlich auf dem Weg endlich nach Elysium. Moment und mal. Ja. Wo bin ich? Ja, du bist im Auto, du sitzt doch da. Ich meine, Rufus muss jetzt nur noch einen Weg finden an den Organons vorbei und in Richtung der Brücke und dann ist alles geklärt und du bleibst halt im Auto sitzen. Ja, wie Hauptrollen das so machen. Du musst auf die anderen Deponianer auf der Ladefläche aufpassen und außerdem, du bist ja auch gar nicht im Kostüm, also Rufus ist ja kostümiert und du bist nicht... Das soll's jetzt gewesen sein? Das letzte Kapitel? Das letzte Kapitel? Ich war die ganze Zeit über bewusstlos, tot, ein Kleinkind oder... Du musst ja auch auf die anderen Deponianer aufpassen und überhaupt. Die Größe der Rolle ist ja nicht an der Menge des Textes messbar, sondern einfach die Wichtigkeit. Und tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass eigentlich Deponia Goals Geschichte ist. Weil sie diejenige ist, die Entscheidung trifft, also den großen Konflikt austrägt. Rufus ändert sich ja nie besonders. Er ist von Anfang an der Held, er bleibt der Held. Und jetzt rettet er die Welt im Alleingang natürlich. Also natürlich mit Hilfe von Goal, die eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, indem sie im Auto bleibt. Sie ist vielleicht jetzt quantitativ nicht unbedingt viel zu Wort gekommen, aber qualitativ musst du doch selbst sagen. Ja, sehr gut. Nun ist es also vorbei und ich bin nicht mal in den Kommentaren zu Wort gekommen. Das kann sich ja noch ändern. Wir haben ja noch ein paar Spots. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Spiel. Sehr gut. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das jetzt noch in 17 Minuten schaffe, weil so viel Zeit habe ich noch. Sie tun, was Sie am besten. Sie stehen mir... Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo. Achtung! Huch! Amtmann an Deck! Rühren! Mist. Achtung! Huch! Amtmann! Abteilung stillgestanden! Der Ruder, Amtmann! Oha, ich meine, recht so. Die sind tatsächlich ein bisschen abgelenkt, die Organons, oder? Au Backe, noch mehr von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Ich war...
Das ist total auffällig, ob das Glied ist oder Dings ist. Aber. Ah, ich habe es ja weiter vorne schon mal angesprochen. Jede Geschichte braucht natürlich eine Fahrstuhlszene und das hier ist sie nun, die Deponia-Fahrstuhlszene. Was mir zu diesem Screen einfällt, ist, dass ich halt tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht eine weitere Skripterin von uns, die Svenja, erwähnt hatte, glaube ich, an keiner Stelle. Die hat sehr viel hier im 9. Kapitel rumgeskriptet, auch schon vorher. Also 9. Kapitel, das ist unsere komische Erzählung. Das haut natürlich nicht hin. Das war, als Deponia noch ein Teil war, gab es 9 Kapitel. Dann dachten wir, wir trennen das Ganze nach Kapitel 3, nach Kapitel 5. Und dann halt 4 Kapitel für den Schluss, die dann halt alle damals im ursprünglichen Konzept viel linearer waren. Aber wie wir alle wissen, sind in Chaos of Deponia, wie der Name schon sagt, auch noch Kapitel 3, 5 und 5, 5 dazugekommen. Und um den Faden wieder aufzunehmen, gab es dann in Goodbye Deponia Kapitel 5, 6. Kapitel 6 natürlich nach wie vor, Kapitel 7 nach wie vor, aber dann eben auch Kapitel 7, 5 und dann Kapitel 8 gespalten in Kapitel 8, 1, 8, 2, 8, 3 und sogar 8, 4, das dann nachher den Showdowns-Kapitel war, den habt ihr gerade eben gespielt und Kapitel 9 wurde halt unter anderem eben von der Svenja geskriptet, diese Fahrstuhlszene. Damit hat sie sich sehr schwer getan, weil sehr viele Animationen aufeinander getimt werden müssen. Wirkt so leichtfüßig hier, war aber tatsächlich eine Heidenarbeit. Und vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit eine ganze Reihe von anderen Leuten nochmal erwähnen, die halt auch sehr viel Herz und Herzblut in das Projekt gesteckt haben. Hey. Unsere unglaubliche QA-Crew, insbesondere natürlich die QAler, die zum Schluss hier sich einen Wolf getestet haben. Das waren der René, der Ben, der Leon und tatsächlich auch meine Freundin, die Anne, die hat ordentlich mitgetestet. Die hat ihnen den Grund nicht gesehen, warum sie halt zu Hause auf mich warten soll, wenn ich doch sowieso die Nächte in der Firma durchmache. Sehr nett von ihr. Vor allen Dingen hat sie da halt ordentlich Ordnung in die Jungs reinbekommen noch. Nein, die hat wirklich sehr gut getestet. Verdammt gut. Hätte ich sie mal zu Hause gelassen, hat sehr viel Fehler gefunden. Obwohl, dann wären sie jetzt noch im Spiel. Also war schon gut so, wie es ist. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Die Tester. Nee, ich brech das mal ab. Mir geht die Zeit aus, wenn ich jetzt weitermache. Aufwärts? Kann ich das einfach machen? Ich ritt. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tue ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Kubacke, noch mehr von der Sorte. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen, als Amtmann. Nein, wenn ich genau darüber nachdenke, nicht. Na, wenn das so ist, warum halten wir denn überhaupt hier? Tun wir ja gar nicht. Ich wollte uns nur eine Pause gönnen. Die Brücke bei dem Schiff müsste eigentlich ganz unten sein, oder? Warte mal. Das müsste... Ach, ich meine. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann, aussteigen, Mann. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Oh, das ist der. Ist der ganz Blitz? Nein, Argus, du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Können wir einfach rausgehen? Ah, guck mal, da ist ein Pedal. Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Lass das! Autsch! Das hat überraschend gut geklappt. In der Richtung dürften auch keine Organe sein, oder? Oh. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen,
dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Die Flucht holen. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus. Für die Rede. Noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch! Ja, Charismatischer Rede. Dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, Sind die eigentlich bewaffnet, die Organon? Dieser Arsch... Der hier vor euch steht... Nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Jeder einzelne von euch ist ein Arsch. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja. Komme ich eigentlich dazu? Schaut euch mal an. Das Logo. Schaut euch doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf dem wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Herrscher sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Lass die klatschen! Schaut mich doch mal an! Ich weiß... Jeder von euch hält mich für einen Arsch, weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrinne. Schaut euch doch mal an. Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen, den Planeten in die Luft zu sprengen, Defolianer zu terrorisieren oder was wir sonst so machen im lieben langen Tag. Nein. Amen, Amen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Ärschen. Und diese Ärsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Schaut euch doch mal unser Logo an. Hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Computer gelegt? Woher kennt der Betriebsfeier? Und dann reagiert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterteils. Da darf es uns nicht unternehmen, dass man uns wie Herrscher behandelt.
könnt euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu stellen? Ich sage nein! Oh nein! Ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe Ernsthaft? Allgemeiner Jubel? Und die zufrieden? Sehr inspiriert. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Oh, jetzt kommt wieder Orgelon. Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Die würde er nicht einfach vergessen haben. Orgelon. Oh, Orgelon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. 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 Oh, oh. Ich hab's gleich. Würde ich die Hymne vergessen? Ich kannte nur den Text, nicht die Melodie. Als ob ich die Pyrianischen Noten lesen kann. Oh, Organon. Oh, ernsthaft. Oh, oh. Organon. Jetzt ist das richtig, ich kann nichts mehr machen. Organon. Oh, Organon. Ich kann ja trotzdem nicht, ich hab keinerlei Taktgefühl. Oh, oh. Organon. Ich kann gehen, oder? Ja. Schön. Oh, den gibt's auch noch? Ah, Cletus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Warum die schlechte mit... zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Oh. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Ja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden.
indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses, sieh nach! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Nett. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Ist das Hermes in Alt? Oh doch. Ich muss. Aber... Es hört sich ein bisschen an, als ob es Hermes in Alt ist, oder? Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Noel. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Noel! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Der Ausblick ist fantastisch. Oha. Oh, wir sind wirklich hoch. Hoppla, dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Kann ich einfach so rüber? Wie da bloß ranzukommen wäre. Ich hab doch hier Rufe. Wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Besetzung zusammenarbeiten würden? Wer hätte gedacht... Wir könnten doch... Achso, ich habe eine Antenne. Oh, oh na nein. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Mhm. Zumindest den Rufus erkennt man daran, dass er halt gebräunt ist und hat diesen richtigen Bart. Das ist mir übrigens jetzt noch nie voraufgefallen, dass er keinen richtigen Spitzbart hat. Puh. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie
Du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Oh. Antenne in den Rotor werfen? Wir könnten doch... Wir könnten doch... Hä? Also sie fangen ja zeigt mal an, dass ich irgendwas klicken könnte. Ich hab bloß Ranzug. Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Getroffen! Das war nicht der Sinn. Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich! Wie sich das gehört! Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Tja, doof. Verdammt, er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Ich gehe wieder zurück. Wie komme ich eigentlich überhaupt zurück ohne Dings? Wer hätte gedacht, dass... Da unten ist ein Catwalk. Ja, den habe ich auch schon wahrgenommen. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Keine Ahnung. Frag doch unseren Inspektor da drüben. Der kann sowas besser einschätzen. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Oh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Tja, dann, go. Ich kann nicht einfach. Das hätte... Bisher habe ich doch noch alle... Hä? Wer hätte... Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf drei. Oh, das ist gleich sehr grafisch. Eins. Zwei. Die trauen sich nicht, oder? Obwohl, sie haben, hey, sie haben kein... Was springt ihr? Du doch auch. Ihr wolltet wohl. Eins zu drei ist doch nicht schlecht. Es kommt. Es entsteht. Wollen wir noch? Na gut. Aber jetzt auf. Eins. Zwei. Drei. Aha. Spiel vorbei. Ich hätte vielleicht vorher mal speichern sollen. Rufus? Rufus, aufwachen! Er hat tatsächlich überlebt. Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft! Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Bin ich? Ach da! Oh, Schraube? Was soll schon schief gehen? Moment, wenn ich diese Schraube löste... Was hielte dann die Brücke? Ach so, warte mal. Haha. Das ist ein Rätsel. Das ist ja ärgerlich. Ich erwarte, dass die Brücke jetzt noch wegkippt in irgendeine Richtung. Ich hab
ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Kann ich nicht aber den Rotor da? Von mir aus komme ich da nicht ran. Wenn ich ihn werfe, würde er nur abprallen. Na gut, ist doch kein Problem. Da kann ich doch hier bestimmt... Was soll schon schief gehen? Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Ganz schön schwierig, der Rotor. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist deine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ach! Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Bist du, Devonia, bereits? Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber oh, was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein, aber... Na dann? Was sagst du? Nur über meine Leiche. Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Oh! Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Das guckt ihr nicht so an. Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Bowl!
Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay, mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden Pfeifen. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In den Kostümen seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Was? Hast du heute wieder deine Gründe, oder was du trägst? Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Ja, das war ungewöhnlich. Bravo, eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Aber nicht, was es zum Frühstück gab. Easy. Oh, es gab... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Verdammt! Jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wer ist. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal. Heißt das, von euch dreien ist nur Cletus Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Cole. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich bin Ruf. Ach ja, weise. Nun. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann... ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen? Nein! Hä? Hey. So. Okay. Gut. Wir müssen immer noch irgendwie Gohl davon überzeugen, dass wir Rufus. Vor allem, was bringt denn das denn? Die anderen beiden sind ja trotzdem so doof, dass Gohl über ihre Seele bringen kann. Ich bin Rufus! Ach ja? Beweise es! Nun. Das ist. Entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ich meine, hey, ho, I am the roof. Wie gut die alle Rufus imitieren können. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Na super. Jetzt müssen wir also... Ich bin... Ach, dass wir den Gesichtern in Vosos Familienalbum Bärte gemalt haben. Ja, das war lustig. Obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick, Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die die anderen garantiert nicht wissen, ist... ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Kann es sein, dass du... Der echte... Dann... Nein!
Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja klar, er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern und niemals loslassen. Stopp! Nein! Nein! Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Oh, Barry. Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus. Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch Das ist das Ende? Das ist so wie sehr traurig. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Mhm. Hä? Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden? Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien. Das Ende ist irgendwie sehr, 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 sehr traurig. Das Buch zugeschlagen, das bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Gibt's ein alternatives Ende? Wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Goal und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Rosa ist dann mal weg. Ja, aber das Ding ist, die haben das komplette Ding noch als Trilogie geplant. Obwohl, naja, gut, ihre anderen Spiele hatten auch kein Happy End in dem Sinne.
Und an sich ist das ja wahrscheinlich die Moral von Geschichte. Ist das genau das, was er gesagt hat? Rufus wird sich niemals ändern. Und am Ende hat er sich halt doch geändert. Und das ist dann wahrscheinlich die große Moral, dass er am Ende halt wirklich die absolut selbstlose Tat gemacht hat. Weißt du, dass er halt wirklich, das ist halt die Moral, dass er wirklich loslässt. Also davor hat er immer nur so, also sich noch kurz nochmal umentschieden, wo er zum Beispiel im ersten hochgefahren ist, aber es war halt immer so eine kleine Leistung. Und diesmal aber hat er wirklich das finale Opfer gebracht, was halt dann wirklich das Dings ist, ne? Also er hat wirklich halt losgelassen, also final. Dass das ist wahrscheinlich die Moral ist, die dahinter ist. Was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist, dass es halt irgendwie kein Happy End gibt, aber naja, kannst du nichts machen, ne? Irgendwas war nächste Woche Freitag. Gibt einen Grund, warum ich nächste Woche Freitag nicht streamen kann. Ich hab ihn schon wieder vergessen. Ach ja, vom Sommerfest. Hey, so war das. Genau, also nächste Woche Freitag kann ich da ja nicht weitermachen. Schade. Ja, wie gesagt, irgendwie total traurig, das Ganze hier, was willst du machen? Echt schade. Also, ich habe wirklich auf ein richtiges Happy End gefurft. Na gut. Sei es drum. Ich breche das hier mal ab, weil ich würde gerne nochmal ins Hauptmenü gehen. Ja. Gut. Das war. Ich nehme mal stark an, es wäre nicht möglich gewesen, ein Alternativsende zu machen. Na gut, das war Deponia komplett. Einmal. Weiterspielen geht nicht. Ich könnte es halt nochmal. Hallo Tierx. Tschüss Tierx. Wir sind nämlich durch für heute. Ich könnte es jetzt nochmal durchspielen, nachdem ich jetzt alle Rätsel kenne, bestimmt alles gemerkt habe, besonders weil ich die meisten Rätsel einfach durchgeraten habe. Und aber die ganzen Eier sammeln. Also kann ich das hier irgendwo sehen, was ich eingesammelt habe. Oh. Achso, man kann sich die. Ach, die Schnabeltierfibel. Sumpfschnabeltier. Oh, es gibt gar nicht so viele. Ich habe das Mimikri-Schnabeltier gefunden. Mhm. Und das Schneestabeltier. Das Langhörschen. Das Langhörschnabeltier. Das Papierschnabeltier. Ja. Sumpfschnabeltier. Ja. Also, ich habe nicht viele Schnabeltiere gefunden. Das lag aber auch daran, dass ich, nicht so gut beim Suchen war. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben. Gebe ich dazu. Achso, die ganzen Videos können wir also nochmal angucken. Ich habe die hier aus dem ersten Teil nicht, oder? Das sind nur die aus dem. Genau, das sind nur die aus dem dritten Teil. Okay, gut, das, Deponia Groß Disco? Das ist voll. Oh, eins fehlt aber noch. Aber gibt's ein alternatives Dings? Weil wenn eins noch fehlt. Disco-Szene, Rufus und die Funky Girl. Oh Mann. Aber ein Ding fehlt. Du hast das ganz mal einfach nicht von denen gewusst. Ja, gut, das ist ein. Ich hab vor allem mehrere von diesen scheiß Eiern angeguckt und dachte so, ja, Eier. Tipps. Ah ja, tolle Tipps. Na gut. Na gut. Gibt's ein? Na gut. Wie muss sein? Belassen wir es dabei. Gut, machen wir nächste Woche weiter, wa?